Also für Weiße Weihnachten, naja, sieht es also ziemlich dürftig aus im Flachland. Das liegt einfach daran, dass wir es mit atlantischen Tiefs zu tun haben. Und diese Tiefs, die haben natürlich sehr warme, feuchte Luft und die verdrängen das immer wieder. Also allenfalls kann es mal ein bisschen Schneeregen geben im Flachland. Beziehungsweise es gibt noch eine 5% Wahrscheinlichkeit für den Norden und Westen und 15, 25, je mehr man nach Osten und Süden geht. Also in Bayern 25% im Flachland, in den Mittelgebirgen um 50 und ab 700 Meter ein bisschen drüber. Wer Weiße Weihnachten will, der muss so ab 1000, 1500 Meter in die Alpen gehen, da hat man dann fast die Garantie.